ländliche Betriebe die Haupterwerbsgrundlage. Die Nutzung erfolgt über Milch- oder Mastvieh. Ziel ist dabei die Erzeugung großer Mengen qualitativ hochwertigen Futters, sei es zur direkten täglichen Fütterung während der Wachstumsperiode oder zur Gewinnung von Silage und Heu für die Winterfütterungsperiode. Das Wetterrisiko bei der Heugewinnung ist groß. Maschinentechnische Schlagkraft für die Ausnutzung der Schönwettertage eine Grundvoraussetzung. Hanglagen und hohe Grundwasserstände erschweren die Bewirtschaftung. Dabei ist außerdem der Schonung von Boden und Grasnarbe hohe Bedeutung zuzumessen. Denn nur ein gepflegtes, gesundes Grünland bringt auf Dauer hohe Erträge. Für die Lösung dieser Probleme hat Daimler-Benz neben dem kompletten Ackerschlepperprogramm von 48 bis 110 Kilowatt bzw. 65 bis 150 PS einen speziellen Grünlandschlepper entwickelt, den MB-Truck 700 Grünland mit 65 PS. Die leistungsstärkeren Allradschlepper MB-Truck 800, Turbo 900 und 1000 können ebenfalls mit den grasnarbenschonenden Breitreifen speziell für den Grünlandbetrieb ausgerüstet werden. Der grundsätzliche Vorteil des MB-Truck ist sein überlegenes Gesamtkonzept. Kompromissloser Allradantrieb über vier gleich große Räder an zwei gleich starken Achsen und Differentialsperren in beiden Achsen mit 100%iger Sperrwirkung. Dieses Konzept zahlt sich im täglichen Einsatz voll aus. Der MB-Truck verfügt über einen sehr niedrigen Schwerpunkt und eine hohe Hangsicherheit. Daher kann der MB-Truck auch noch an Querhängen arbeiten, wo bisher Schlepperarbeit kaum möglich war. Bremsen an allen vier Rädern und serienmäßiger Bremskraftverstärker geben zusätzliche Sicherheit. Das ist besonders wichtig zum Beispiel bei Talfahrt mit vollem Ladewagen, beim Wenden am Hang oder beim Rückwärtsfahren. Der MB-Truck hat eine optimale Gewichtsverteilung. Im Stand liegen 60% des Gewichts auf der Vorder- und nur 40% auf der Hinterachse. Das ergibt bei Zugbelastung 50% des Gewichtes auf der Vorder- und 50% auf der Hinterachse. Diese ideale Gewichtsverteilung verhindert zum Beispiel das gefürchtete Aufbäumen des Schleppers bei Hangaufwärtsfahrten mit Einachs- oder Tandemachsanhängern. Alle vier Räder bleiben am Boden und das bedeutet Lenk- und Bremssicherheit auch in schwierigstem Gelände. Der Allradantrieb wirkt über vier gleich große Räder an gleich starken Achsen. Die Klauen-Differentialsperren mit 100% Sperrwirkung in Hinter- und Vorderachse werden mit Druckluft betätigt und leiten die Kraft gleichmäßig auf alle vier Räder. In Verbindung mit Niederdruckbreitreifen sorgt das für hohe Zugleistung, besonders am Hang. Der Vergleich mit Normalbereifung zeigt deutlich die Unterschiede. Die MB-Truck schonen die Grasnarbe. Ertragsminderungen durch Schlupfschäden werden vermieden, nicht nur auf Wiesen, sondern auch im Feldfutterbau. Die MB-Truck haben eine großzügig dimensionierte, von der Lenkung getrennte, doppelwirkende Arbeitshydraulik mit bis zu drei hydraulischen Zusatzsteuerventilen. Heck- und Frontkraftheber haben hohe Hubkräfte.
Vorne bis zu 2000 und hinten bis zu 4500 Kilopond. Der Frontkraftheber ist als seitenstabile Schwinge nach Maßen der Dreipunkt-Kategorie 2 ausgelegt. Anbaugeräte werden genau geführt. Die voll belastbaren Zapfwellen vorn und hinten erlauben mit wahlweise 540 oder 1000 Umdrehungen zusammen mit der leistungsfähigen Hydraulik den gleichzeitigen Einsatz von Front- und Heckmähwerk. Das ergibt Arbeitsbreiten von 4 Metern und mehr in einem Arbeitsgang. Voraussetzung für die volle Ausnutzung der wenigen Schönwettertage. Durch die vordere Zapfwelle kann der Kreiselschwader auch vorne angebaut werden. Das vermindert die sonst durch Überfahren bedingten Bröckelverluste sowie die Rückbefeuchtung und Verschmutzung von Heu und Silage. Mähen und Laden in einem Arbeitsgang ist für den MB-Truck Grünland kein Problem. Es stehen Frontmähwerke bis 2,65 Meter Arbeitsbreite zur Verfügung. Damit kann zum Beispiel eine Wiese rundum angemäht oder auch in der Mitte durchgemäht werden, ohne dass dabei über wertvolles Futter gefahren wird. Das fein abgestufte Getriebe ist einschließlich der Gruppenschaltung voll synchronisiert. Bis zu 16 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgänge stehen zur Verfügung. Kriechgänge sind als Sonderausstattung lieferbar. Das ermöglicht bei allen Arbeitsgängen wie Mähen, Schwaden, Laden und Transportieren die richtige Arbeits- und Transportgeschwindigkeit. Der 40 Kilometer Schnellgang ermöglicht hohe Bergeleistung auch bei weiter Entfernung der Felder vom Hof. Die gefederte Vorderachse erhöht nicht nur den Fahrkomfort, sondern beugt auch Gesundheitsschäden wie zum Beispiel Bandscheibenverletzungen vor. Geringe Vorbaulänge auch mit angebauten Frontgeräten. Dadurch ausgezeichnete Sicht vom Fahrerplatz aus. Und das bedeutet wiederum erhöhte Sicherheit in allen Verkehrssituationen. Die hydraulische Servolenkung und der kleine Wendekreis von nur 10,60 Meter machen das Rangieren auch auf engstem Raum problemlos. Das Rangieren und Arbeiten wird zusätzlich durch die Kabine mit hervorragender Rundumsicht erleichtert, die freie Sicht auf Front- und Heckgeräte bietet. Die aufklappbare Frontscheibe vermeidet bei Stalleinfahrten Sichtbehinderung durch lästiges Beschlagen. Die MB-Truck Grünlandschlepper können mit einer Niedrigkabine ausgerüstet werden. Durch die niedrige Bauhöhe kommt der MB-Truck dann fast in und durch jeden Stall. Alle MB-Truck sind so konstruiert, dass der Gerätewechsel leicht durch den Fahrer allein durchgeführt werden kann. Servicefreundlichkeit ist bei Mercedes-Benz eine Selbstverständlichkeit. Ein Handgriff und alles ist leicht zu erreichen. Kundendienst nur alle 300 Betriebsstunden. Ein gut sortiertes Ersatzteillager und ein dichtes Servicenetz sichern die Werterhaltung und Betriebssicherheit.
Trittsichere Stufen und große, weit öffnende Türen erlauben den bequemen Einstieg. Auch der Beifahrer sitzt bequem und hat viel Fußfreiheit. Die Bedienungshebel sind richtig angeordnet und griffsicher gestaltet. Zapfwellen, Allradantrieb und Differentialsperren können mit Druckluft leicht zugeschaltet werden. Ebenfalls mit Luft wird die Gruppe umgeschaltet. Die Wasserkühlung, der MB-Truck, sorgt in Verbindung mit dem zweistufigen Gebläse für gute Lüftung und Heizung. Dadurch werden die MB-Truck zu witterungsunabhängigen Ganzjahresschleppern, die im Winter zum Schneeräumen, zum Silo-Blockschneiden oder zum Einbringen der Silage verwendet werden. Viele Betriebe rücken mit dem MB-Truck auch Holz. Die MB-Truck, ein Trommelseilwinde, zieht 6 Tonnen. Sie ist bei Grünlandarbeiten nicht hinderlich. Durch den dritten Aufbauraum hinter der Kabine steht zusätzlich Transportraum zur Verfügung. Behälter für Dünger, Saatgut und Spritzbrühe können aufgesattelt werden. Bei der Anschaffung eines MB-Truck können bereits vorhandene Geräte durch praktische und preiswerte Umrüstlösungen weiter benutzt werden. Es genügt ein einziger, leicht auswechselbarer Hydraulikzylinder mit Schlauch, Steckkupplung und Absperrhahn. Der Umbausatz kann problemlos vom Landwirt selbst montiert werden. Zum Beispiel Ladewagen, Pickup-Aushub durch Hydraulikzylinder. Ballenschleuder. Verstellung durch Seilzug oder Elektromotor. Pickup-Aushub durch Hydraulikzylinder. Deichselverstellung ebenfalls durch Hydraulikzylinder. Drillmaschine. Spurreißer und Spurschachtverstellung durch Hydraulikzylinder. Güllefass. Hydraulische Betätigung des Schiebers. Düngerstreuer. Betätigung der Auslaufschieber durch Hydraulikzylinder. Von der Grundkonzeption bis zur Detailausführung. Die MB-Truck sind Ackerschlepper mit kompromissloser Allradtechnik und ideale Maschinen für den Grünlandbetrieb.